So Leute, da sind wir schon wieder zurück. Wir haben jetzt mitten in der Nacht, kurz vor 1, und ihr wisst ja, neuer Shop. Ich habe mir gedacht, komm, bleib einfach wach, warte, bis der Shop neu kommt. Und dann lade ich direkt das Video hoch zum neuen Shop. Da muss ich nämlich nachher nicht so früh aufstehen. So, ihr seht ja, Creator Code ist da. Ihr habt es bestimmt schon am Video gemerkt. Es ist Werbung da. Was bedeutet das? Wir sind YouTube-Partner. Denn das bedeutet auch, ich habe es euch versprochen, ihr bekommt natürlich wieder ein Gewinnspiel und das findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Also einfach am Sonntag um 15 Uhr im Livestream sein, gerne ein Abo raushauen, gerne die Glocke aktivieren, weil dann wirst du halt auch die Aufgaben nicht mehr verpassen oder sonstiges. Eine Sache musst du aber bitte definitiv machen, hilft mir und dir persönlich auch. Schick mir bitte eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack. So, egal wie es geschrieben ist, Hauptsache yt-familyhack. Egal ob groß, klein, funktioniert auf jeden Fall. Wie ihr seht, Einladung kann ich mir leider selber natürlich keine schicken. Wie gesagt, ich gebe euch einfach nur was zurück und ich würde sagen, ein kleines Abo ist da vielleicht drin. Vielleicht sogar ein Like. Vielleicht sogar ein Kommentar. Naja, wir gucken einfach mal. So, wir gehen mal rein in den Shop. Ich weiß selber noch nichts, weil er kam ja gerade erst hoch. Und was haben wir? Ah ja. Boah. Die Essensschlacht. Also kommt der Modus wahrscheinlich dieses Wochenende. Also einmal 3 Paus Tomate. Einmal in zwei Varianten. Einmal die dunkle, einmal die helle. Und das Rückenaccessoire Mikrofon mit Mini-Tomate zugeklebt. Eieieiei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was haltet ihr von dem Skin? Der hier geht auf einem Boden. Ich weiß nicht. Also mein kleinster Sohn, der liebt einfach diesen Modus. Einfach nur Essensschlacht. Also ich weiß nicht, ich kann mit dem irgendwie nichts, also zumindest damals konnte ich nichts mit dem anfangen. Aber ich habe da auch schon einige Runden gesehen, die können recht interessant werden. Aber wie gesagt, hier die zwei Skins, also der Skin hier, ich weiß nicht, das ist so Zwiespalt. Aber da haben wir natürlich, ach so, fast vergessen, oh wei, rostiger Pizzaschneider. Ganz ehrlich, habe ich noch nie in Aktion gesehen, noch nie. Noch nie bei irgendeinem Spieler wirklich gesehen. So, das ist der Skin. Dann haben wir natürlich noch den Hamburger. Genau dasselbe, nur halt als Hamburger. Ich weiß, ich werde mit diesen zwei Skins nicht warm. Egal ob verdreckt oder sauber, aber mit diesen zwei Skins werde ich einfach nicht warm. Dann haben wir hier natürlich das passende Rückenaccessoire. Einmal auch in hell. Ne, das gibt es nur in einer. Hä? Ach, die gab es beide nur in einer Variante. Also immer nur der Skin ändert sich. Einmal quasi in Nachtneon und einmal in tagestauglich. Weil so böse ist der gar nicht. So, was haben wir denn sonst noch jetzt? Und dann haben wir noch die Spielzeugtrooper. Die finde ich auch so krank. Vor allem, dass sie so viele Stile haben. Ah, hier den Skin, den roten. Warte mal, ich muss da mal drauf gehen. Der rote ist ja wohl geisteskrank. Stell mal vor, ihr lauft so auf der Map rum. Da könnt ihr euch schon direkt eine Zielscheibe auf den Rücken machen. Ich weiß nicht. Die finde ich halt auch so komisch, die Skins. Aber irgendwie auch nicht so verkehrt. Weil die, also ich persönlich finde, man sieht sie eigentlich selten im Spiel. Obwohl sie jetzt, glaube ich, auch schon das zweite oder dritte Mal drin sind. Seitdem ich die Shops für euch mache. So, dann haben wir natürlich die männlichen Varianten auch noch. Einmal in grün, einmal in grau, einmal in rot. Wenn überhaupt, würde ich den so spielen. In der Variante wäre, glaube ich, noch spielbar. Ja, doch. So, ja, ich weiß nicht. So, was haben wir noch? Kriegt
Macht man dann alle drei Tarnungen oder nur eine? Das ist hier die große Frage. Weil irgendwie ist es ja kein Paket. Irgendwie ganz komisch hier die Onwahl an sich. Aber wir gucken trotzdem mal durch. Ah. Die Tarnung ist natürlich krank. Das ist ja einfach. Sieht halt echt aus wie so eine Wachsfigur irgendwie. Wie so ein Wachsboot. Halt, so geht's eigentlich. Aber ich glaube, selbst mit nur die Tarnung, du fällst übelst auf. So, was haben wir noch? Das Werkzeug ist mir natürlich direkt aufgefallen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Alter. Also alle, die Game of Thrones geguckt haben, wissen Bescheid. Zu welchem Skin gehörten die? Ach, der toxische Sprayer ist wieder da. Der ist auch nicht verkehrt. Was steht da hinten? All, ne, As 2XA. Ah ja. Der ist nicht schlecht, also hat was. Ist echt nicht schlecht, der Skin. Erinnert mich irgendwie, aber halt an mehrere Skins gleichzeitig. Dann halt das passende Rückenaccessoire, weil Nagelklaue und Farbrolle passt natürlich auch perfekt zusammen. Weil jeder Maler hat eine Nagelklaue. Falls die Tapete mal nicht abgeht, braucht man ja eine Nagelklaue. Also Nagelklaue ist halt hier dieses Brecheisen, wisst ihr, das Gebogene. Bei uns heißt es halt Nagelbau auf dem Bau. Also bei uns in Koblenz halt. So, dann haben wir die Sumpfjägerin dabei. Die guckt immer noch wie ein Dulli. Ich weiß nicht. Bei der. Das Gesicht. Das passt irgendwie nicht so. Kennt ihr so Menschen, die sich verkleiden und du siehst direkt, die sind verkleidet? Wisst ihr, was ich meine? So Perücke, Brille, wie hier halt. Das sieht aus so. Nee, so läuft die nicht im wahren Leben rum. Die sich einfach so unsicher aussehen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber wo man halt einfach sieht, der ist verkleidet. Es gibt ja Menschen, da siehst du, ist verkleidet oder der zieht sich halt gern anders an als andere. Eieieiei. Dann haben wir einmal Abfeiern drin. Jetzt seht ihr auch, dass ich den Skin habe. Ah ja, dann haben wir das Hüpflama drin. Bum, 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 bum. Damit über die ganze Map gehüpft. Gott, wie das aussieht. Junge, Junge, Junge. Dann haben wir noch Signatur-Shuffle. Alter, für einen Tanz 800 V-Bucks. Aber der Tanz ist nicht schlecht. Alles andere als schlecht. So, falls ihr euch fragt, wie ihr genau diesen Skin bekommt, also den hier, ist nämlich der 8-Ball. Ja. 8-Ball und die weiße Variante davon. Genauso wie halt der Rücken. Wartet. Ba, 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 ba. 8-Ball. Ich vergesse immer, Stil auszuwählen. Hier, da ist einmal der schwarze Ball und hier ist der weiße Ball. Wie ihr diesen Skin bekommt, eigentlich ganz simpel erklärt. Ihr müsst 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Missionen beenden. Dann habt ihr erst die Freigabe für die Aufgabe zu machen. Und die Aufgabe ist, eliminiere einen Gegner, während du das Outfit 8-Ball benutzt. Was wiederum bedeutet, du musst diesen Skin in Schwarz benutzen, damit einen Kill machen und schwupp verwandelt der Skin sich in den weißen Skin. Hier die nächste Aufgabe kriegen wir erst, wenn wir halt nächste Woche wieder die Mission abgeschlossen haben und dann bekommen wir auch endlich unseren. Nee, hier ist nichts endlich. Habt ihr das schon gesehen? Hier ist Phase 1 von 3.
Danach ist noch nicht Ende. Dann kommt nämlich noch Phase 2 von 3 und Phase 3 von 3. Ja, toll. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich dachte, wir bekommen den nächste Woche, wenn wir es eh kriegen. Ja, das war's ja komplett. So, dann für den Level 100 Skin. Da werde ich mich morgen dran setzen. Ich werde wahrscheinlich morgen noch ein Video zu den Aufgaben machen, wo das alles so weit am besten ist, wie ihr die Aufgaben erfüllen könnt. Und werde es natürlich dann selber im Stream umsetzen. Ich denke mal, das werden wir eigentlich auch easy hinkriegen, weil der Skin gefällt mir sowieso schon gut. Aber so und so gefällt er mir natürlich noch besser. Ist halt einfach flexen. Ist einfach so. Aufgaben müssen gemacht werden. Ich sage ja, ihr seht ja, 100%, 100% da alles gemacht. Also ich würde sagen, ich mache wirklich alles für euch. So, und in dem Sinne, wie gesagt, am Sonntag, 15 Uhr, gerne dabei sein. Und in dem Sinne sage ich jetzt schon mal für alle, die noch wach sind, gute Nacht. Für die anderen viel Spaß in der Schule, auf der Arbeit. Ich muss dann in genau 4 Stunden schon wieder aufstehen. Aber für euch mache ich es gerne. Und in dem Sinne, haut rein. Wenn ich jetzt meine Maus finde, ah, jetzt aber, haut rein.